Hallo, hallo, hallo. Ein neuer Sportvlog. Heute bin ich in Holland, in Maastricht. Und ich gucke mir das mal an beim Laufen. Cool. Es ist 8 Uhr früh in Holland. Kaum jemand auf der Gas. Und ich laufe hier so ein bisschen in Maastricht am Flüsschen entlang. Ein paar Schiffe sind unterwegs, aber ganz wenige. Und ich. Die ganzen Holländer pofen noch. In Deutschland ist auf jeden Fall Vatertag, Christi Himmelfahrt. Aber hier weiß ich gar nicht so genau. Ist hier Feiertag? Naja, wurscht. Wer sich jetzt wundert, hä? Vatertag war doch letzte Woche. Ja, der Sportvlog kommt immer um eine Woche versetzt. Das heißt, das, was ihr jetzt seht, oder das, was ihr in den Sportvlogs seht, das ist immer schon letzte Woche gewesen. Man braucht ja ein bisschen Zeit zum Schneiden. Naja, nur als Info. Ich laufe mal weiter. Ich bin ja gestern schon in Maastricht angekommen und ich war überrascht, wie cool es eigentlich in Maastricht ist. Ich hatte das nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Also wirklich Bar an Bar an Bar gereiht, unheimlich viele Leute unterwegs und echt ein Tipp von mir, ist ja ganz nah, also von mir aus sind es 2 Stunden ungefähr, fahrt mal nach Maastricht, ist eine coole Sache, muss gucken, ob ich irgendwie über die Straße komme, weil es ist echt eine sauschöne Stadt und super viel los. Und gegessen haben wir auch gut. Wobei, war ein bisschen teuer. Pizza für 15 Euro, naja. Aber geht schon. Geht halt mal, komm. Pizza für 15 Euro. Dafür ist mehr Tomatensauce drauf. Ich laufe jetzt hier quer über den Marktplatz von Maastricht. Da drüben wird schon aufgebaut. Heute scheint da irgendwie Verkaufstag zu sein. Aber eins wollte ich noch erzählen. In Deutschland bin ich letztens einem Radfahrer begegnet, der mir entgegengekommen ist. Und der hat sich mitten auf die Gas gestellt und wollte mich nicht durchlassen. Das war eine relativ enge Straße. Naja, also er wäre noch locker durchgekommen. Aber nein, er hat darauf beharrt, dass ich zur Seite fahre. Habe ich nicht gemacht, habe ich totgelacht über den. Weil er ist ja auch so an mir vorbeigekommen. Was macht er? Fährt er mit dem Auto vorbei und rotzt mir voll auf die Scheibe. Aber sowas von. So ein dicker Oschi. Mann, Mann, Mann. Deutsche Radfahrer, sag ich nur. Das wäre hier in Holland nie passiert. Naja, obwohl, wir sind ja nicht in Holland. Wir sind ja in Limburg. Limburg, auf Deutsch geschrieben. Ist ja auch eine ganz andere Provinz. Sprechen einen ganz anderen Dialekt. Hört man nicht raus. Naja, Maastricht halt. Was ich noch erzählen wollte, ist, das Hotel, wo ich untergebracht bin, ist voll cool. The Dutch nennt sich das. Und The Dutch, da mache ich jetzt gerne Werbung, ist voll cool, weil die haben in der Lobby, oder die haben so einen Aufenthaltsraum, wo ein Tischkicker ist, alles super stylisch gemacht. Ja. Wo ein Tischkicker ist, Kühlschrank, voll mit Eis, natürlich bedient, ist ja klar, voll mit Eis, mit Obst, mit Getränken, Kaffeemaschine, alles da. Und da kann man es einfach bedienen, so oft wie man will. Da habe ich aber zugeschlagen, du. Mann, Mann, Mann. Ja, und die Minibar, da war sogar Bier drin, konntest du einmal leer räumen. Super geil. Also nur zu empfehlen. Ist gar nicht so teuer, aber The Dutch in Maastricht sollte man machen. Wirklich super geil eingerichtet und echt eine Empfehlung. Jetzt bin ich auch schon wieder zurück auf dem Weg zum Hotel. Wir haben fast 9 Uhr. Ich bin meine 8,2 Kilometer laut App bin ich gelaufen. Check. In knapp 55 Minuten. Check. Und ein bisschen Maastricht erkundet. Auch gut. Check. Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Puh, hier laufen jetzt die Leute rum. Lauter Touristen. Ja, wie ich die leiden kann.
Kleiner Nachtrag aus dem Fahrstuhl. Your future starts now. Ja. Sehr wurscht.